Mit der Übungsform Autobahn könnt ihr extrem vielseitige Übungen für euer Tennistraining erstellen. Im kommenden Video zeige ich euch, wie Autobahn funktioniert, wie ihr es anwenden könnt und welche Übungen ihr daraus bauen könnt. Hallo und willkommen zu einem neuen Video von mir. Du bist scheinbar auf der Suche nach neuen Übungsformen für dein Tennistraining. Dann bist du hier genau richtig, denn in meinem Kanal findest du Übungsformen, Tipps und Tricks für Trainer sowie weiteres. Also wenn dir das Video gefällt, dann lass mir ein Like da, abonniert meinen Kanal und verpasst kein Video mehr von mir. Heute möchte ich euch das Übungsprinzip Autobahn vorstellen. Worum geht es bei Autobahn? Wir brauchen zwei lange Linien und die stecke ich mir jetzt erstmal ab. Am besten habt ihr dafür solche Linienmarker oder ihr benutzt einfach einen Linienbesen. Ich benutze jetzt einfach mal beides und dann bin ich gleich wieder für euch da. So, da ist sie, unsere Autobahn, und in einer Minute habe ich das aufgebaut und jetzt kann ich aus dieser Aufteilung des Feldes wunderbare Übungen kreieren. Beispielsweise Warm-up-Übung, ja? Ich kann sagen, haltet bitte den Ball bitte nur auf der mittleren Fahrbahn, ja? Länger als T-Linie versuchen zu halten, der Trainer spielt an, die Schüler spielen den Ball so oft es geht in diesem Longline-Korridor in der Mitte hin und her. Wenn der Ball verloren ist, sage ich, okay, komm, spielt den Ball bitte in dem Vorhand-Cross-Korridor hin und her. Ist der Ball verloren, sage ich, spielt den Ball bitte auf der Rückhand-Cross-Fahrbahn hin und her. Dann habe ich noch zwei weitere Möglichkeiten, nämlich den Spieler drüben Vorhand-Longline spielen lassen. Ich spiele Rückhand-Longline oder eben den Spieler drüben dann in der letzten Variation Rückhand-Longline zu spielen zu lassen und ich spiele hier meine Vorhand Vorhand-Longline. Ja, das kann man wunderbar machen zum Aufwärmen. Seht ihr jetzt auch im Video. Und als zweite Übung kann man beispielsweise zum Aufwärmen noch Folgendes machen. Der Spieler drüben spielt Vorhand-Longline. Ich spiele Rückhand-Cross, gehe also ein Feld weiter. Derjenige drüben spielt in meinen mittleren Korridor zurück. Ich gehe wieder eins weiter, spiele nach rechts. Der Spieler drüben spielt den Ball Longline. Und dann spiele ich Longline zurück und dann gibt der Spieler drüben immer das Feld eins weiter. Ja? Das kann man wunderbar auch machen zum Aufwärmen und ist sehr effektiv. Und ihr habt dann nicht einfach ein stures Hin- und Hergespiele, sondern ein Aufwärmen nach mit einem Ziel. Ja? Dann könnt ihr mit der Autobahn auch unheimlich gute Spielformen kreieren. Ihr könntet beispielsweise sagen, haltet den Ball so lang es geht in dem mittleren Korridor. Wenn der Ball zu kurz ist oder eben nach links oder nach rechts in eine der Außenfelder geht, dann ist der Punkt frei und der Punkt wird ausgespielt. Als kleine Zählform könnt ihr beispielsweise Folgendes machen. Ihr zählt die Anzahl an Bällen, die die Spieler schaffen. Also Anspiel, länger als T-Linie, in die Mitte, länger als T-Linie zurück, sind zwei, sind drei, sind vier. Dann spielt einer beispielsweise daneben und dann geht es in dem Punkt um vier Punkte. Ja, mit dieser Zählform kann man das Ganze etwas interessanter machen. Dann könnte man es zum Beispiel auch noch so machen, dass wenn ich anspiele und die Spieler halten den Ball in dem Longline-Korridor in der Mitte und es passiert ein Fehler, also ich schlage den Ball ins Aus oder ins Netz, dann erhält der Spieler, der nicht ins Aus oder Netz gespielt hat, eine Chance, also einen Ball vom Trainer zugespielt ins Halbfeld, einen quasi Elfmeter, und mit diesem Ball kann der andere dann die Anzahl an Punkte holen, die vorher hochgespielt wurden. Derjenige, der den Fehler gemacht hat, der kann dann keine Punkte mehr sammeln, sondern für den geht es nur zu verteidigen, dass der andere die fünf Punkte nicht bekommt. Eine sehr interessante Zählweise, die ich auch relativ häufig in mein Tennistraining einbaue. Diese ganzen Prinzipien könnt ihr natürlich auch mit mehreren Spielern machen. Ihr könnt mit fünf Spielern das machen, ihr könnt mit vier Spielern das machen. Egal, super Möglichkeit hier mit einer guten Feldaufteilung, mit dieser Autobahn, eine Übung zu kreieren. Ihr könnt zum Warm-up könnt ihr beispielsweise auch machen, haltet den Ball mit einem Volley bitte in einen der Bereiche. Da sind euch keine Grenzen gesetzt.
20, okay? Auf geht's. Nee, Anspiel zieht nicht. Eins, zwei, spiele. Oh, der ist weg. 2-0 bei dir. Jetzt Cross, Vorhand Cross. Ja. War weg. 2-1. Rückhand Cross. Spielen. Zwei beide. Vorhand Longline, Rückhand Longline. Eins. Zwei. Drei. 5, 2 für dich. 1, 2, 3, 4, Rückhand spielen. 5, 6 und um 7, nee, war drin. 8 und spielen. Oh. Bitte geht's los, jetzt 10, auf geht's. Komm mal. 1, 2, 3, 4, 5, 6, spielen. Sehr gut, 6, 6-0 bei dir. Paul, komm. 1, 2, 3, 4, 5, 6, spielen. Schade. Ja. 6 Punkte Philipp, 7-1. 7-3. Aus, Chance, komm. Ja, guck. 10-6. Fehler, Chance. Komm, komm. Weg. 11. Ah, ne, bleibt, ne? 10-6 weiter, ne? Fehler. Gut. 12-11. Philipp. 1, 2, 3, 4, 5, spielen. Nein! 15. 15. Philipp gewinnt.
Eins, zwei, Fehler, komm. Zack. Fehler. Gut. Außen. Spielen. Der ist sehr gut. Ein Punkt für dich. Für beides. Innen. Gut. Zwei Punkte für dich. Innen getroffen. Innen. Spielen. Gut, ein Punkt für dich. Außen. Gut. Zwei Punkte bei dir. Gut. Bitte. Also, drei angesagt. Ist sehr gut. Doppelte Punktzahl für dich. 2-0. Zwei angesagt. Treffer. Ja, muss. Eins angesagt. Gut. Eins angesagt. Ich hoffe, euch hat das Übungsprinzip Autobahnen gefallen. Probiert es mal aus im Tennistraining, ist wirklich eine super Sache. Und teilt eure Erfahrungen mit mir, erzählt mir, wie es gelaufen ist. Vielleicht habt ihr Kritik, Fragen, Anregungen, dann schreibt es mir in die Comments. Ansonsten freue ich mich natürlich aufs nächste Video mit euch. Und bis dahin, euer Martin.